Ah, oh, da lassen wir die Drohne. Oh, Mann. Ich meine, ich könnte natürlich einfach Medics einwerfen, fällt mir gerade so ein. Wie viel Gewicht habe ich denn jetzt eigentlich? Stimulant, benutzen die Stimpacks, ja. Ich benutze gerade so viele Stimpacks wie nur, wie selten zuvor. Warte mal, Eden muss mal kurz mal was abnehmen, weil ich gerade leicht überladen bin durch die Nachwirkung von dem... von den Drogen, die ich da gerade genommen habe. A.K.A. Super Stimpacks, die ich auch dringend gebraucht. Oh, da hinten hat's. Haben das tatsächlich Leute überlebt? Ich meine, es wäre mal ganz interessant, wenn ich mal jemanden treffen würde, der sich tatsächlich mit mir unterhalten kann. Ich sah, dass ich das überlebt habe, immer ein Schrauber. Yay. Und Teddybären, yay. Werkzeugkasten. Atomcocktail. Ja, super. Und ein Notfallkit. Flammenbrennstoff. Notfallkit ist eine Signalpistole. Redaway und Flammenbrenn? Achso, der Flammenbrennstoff ist wahrscheinlich für die Signalpistole, aber trotzdem. Das Notfallpaket. Total notfallig ist das. So, kommen wir jetzt hier raus und... Ah, die Highwood. Ich hätte einfach durchrennen sollen. Ich glaube, das wäre die Möglichkeit gewesen, um das so sehr schwer hier zu schaffen. Ich wäre einfach... Da bist du ja endlich wieder. Wusste, dass der Bär schwer zu töten sein würde. Du und deine Maschine. Ihr habt also überlebt. Ja. Die Kluft hält eine Lektion bereit. Wie die alte Welt Wege ebnete und Absichten verfolgte. Die Republik könnte etwas lernen. Würde sie zuhören. Macht sie nicht, oder was? Sie wollen immer das Richtige tun und schaffen es doch nie wirklich. Vielleicht hast du es schon gesehen. In Nipton. Oder anderswo. Nipton? Nipton? War das nicht da, wo alle abgeschlachtet wurden von der Dings? Von der Legion? Du kennst einen besseren Weg. Zumindest versuchen sie der Mojave zu helfen. Wie sieht die Atmosphäre aus, wenn die Menüs nicht wären? Du kennst einen besseren Weg? Ja. Und jeder Kurier könnte dir dasselbe sagen. Man sieht ihn überall. Nipton, was war denn Nipton? Der Bär ist zu sehr dabei, die Mojave mit Messern, Straßen und Grenzen zu teilen. Er sieht die Welt, wie sie sein sollte. Dieser böse Bär. Wie sie ist. Sind weit verstreut, können die Front und die Städte nicht beschützen. Denken, dass Papier Macht und Funk Kontrolle ist. Alles nutzlos. Das ist jetzt auch egal. Der Bär konnte die Kluft nicht halten. Du und diese Maschine seid alles, was von RNK hier übrig ist. Von RNK? Der Rest ist der Strahlung und dem Feuer zum Opfer gefallen. Und dem, was unten gräbt. Also irgendwie habe ich das Gefühl, dass wenn ich mit der Oberfläche hier fertig bin, ich noch sehr, 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 sehr viel Zeit in irgendwelchen Bunkeranlagen verbringen werde. RNK, die Soldaten in Hopeville gehören 1 zu RNK. Ganz sicher, warum waren sie bei der Legion? Was? Diese gezeichneten Hopeville, manche trugen komische Masken und fremdartige Schwerter. Redest du von den Kreaturen Underpass? Da war ich doch noch gar nicht. Oder war das gerade die Unterführung hier? Ich habe im Hopeville eine gefährliche Aufzeichnung von dir gefunden. Ein paar vor allen Dingen. Eine einzige. Die Bänder. Hätte nicht gedacht, dass die gefunden werden. Du kennst die Kluft besser, als ich dachte. Yay. Hatte die Technik aus der großen Leere. Den Rekorder von einer Frau. War schon ziemlich klapprig und hat die Reise nicht überstanden. Aha. Ich habe den Rekorder und die Bänder weggeworfen. Waren keines meiner Worte wert. Ich vergesse eh nicht, was geschehen ist. Wenn du sie angehört hast, alles nur Gerede. Erinnerungen für einen Mann, der sie nicht braucht. Gibt sicher noch mehr von hier bis zur Kluft. Herr Sprach, wenn Sie jetzt die Nachrichten nicht aufgezeichnet, wäre sie ja nicht wichtig gewesen. Genau, haha! Vielleicht nicht. Wer kann das schon sagen? Du vielleicht. Du hast sie gefunden und gehört, nachdem ich sie weggeworfen hatte. Vielleicht hatte das alles einen Sinn. Yay. Falls sie wichtig sind. Falls Geschichte wichtig ist. Naja, wir werden es am Ende schon sehen. Naja. Diese Zeichen, was waren das für Kreaturen? Underpass? Siehst du, das wüsste ich ja auch gerne mal. Tunnelgräber. Raubtiere, die sich hier ihre eigenen unterirdischen Straßen graben. Maulwürfe oder was? Die Kluft hat ihren Himmel zerstört und ihnen die Welt darüber gezeigt. Und den Geruch neuer Beute. Sind ein langsamerer Tod für die Mojave als Bomben und Feuer. Aber sie holen sich die Bewohner so, wie sie es am wenigsten erwarten. Von unten. Mhm. Wissenschaft 65. Sie wurden wirklich durch atomare Waffen geschaffen und durch Bomben und Beben nach oben getrieben.
geschaffen. Überleben, du sprichst von einem langsamen Tod, der ja, was ist die Drink aus der Kluft hervor? Boah, nicht gut. Erstmal das da. Das ergibt Sinn. So sieht es jedenfalls aus. Passt auch zur Historie dieses Ortes. Yay. Zeichen gab es hier schon eine lange Zeit. Vor den Gezeichneten. Bevor die Geschehnisse in der Kluft ihren Himmel zum Einsturz brachten. Falls ja, waren sie sehr tief begraben. Wurden vielleicht geboren, als sich Amerikas Asche langsam legte. Habe schlimmere, verstrahlte Dinge gesehen. Aha. Ich kann beides machen. Das ist ja auch relativ selten, dass ich das kann. Ich kann, oh, wie viel. Also, das ist immer alles. Das ist immer eine große Angst in Fallout, dass ich nur bestimmte Dialogoptionen andrücken können, dass die restlichen nicht mehr dann zur Verfügung stehen. Aber diesmal kann ich irgendwie alles machen. Hey! Der Tod wird von unten kommen. In der Kluft muss man Himmel und Erde beobachten. Die Mojave wird eine einfache Beute für sie sein. Mhm. Sie werden mit der Zeit überall in der Mojave auftauchen. Könnte Jahre dauern. Wahrscheinlich kürzer. Sie vermehren sich schnell. Jagen in Gruppen. Mehr als genug, um auch die Stärksten in der Mojave zu töten. Ja, wenn sie toll. Einmal Blut gewittert haben, sie zerreißen Todeskrallen in Stücke. Die Todeskralle erwischt vielleicht ein paar, aber die restlichen umzingeln und zerreißen sie wie Bluthunde aus Denver. Woher kennt ihr denn Denver? Bluthunde, die gibt's in Denver weit im Osten, in den Gebieten der Legion. Woher weiß ich das denn jetzt schon wieder? Aber egal, dann sagen wir das mal. Ich habe nicht nur die Mojave und die Kluft durchquert. War auch im Osten, bevor der Bulle kam. Dann, ähnlich der Mojave vor dem Bären. Stämme, Städte, Kampf ums Überleben. Der Bulle war besser. Komische Masken? Ach stimmt, ja, die habe ich gesehen. Ja, machen wir das dann mal. Sie tragen falsche Versionen der Maske des Legaten Lanius, die Caesar für ihn angefertigt hat. Auch wenn es zunächst eine Beleidigung war. Sie wurde aus Metall aus der Kluft gefertigt. Nicht mit Vorsicht und Stärke, sondern mit Hass. Das hält sie am Boden. Roh, effektiv. Wie ihre Klingen, entfernte Spiegel ihres Legaten. Ein Symbol, an das sie glauben können, während die Kluft an ihnen zerrt. Aha. Das ist ja irgendwie ganz schön verquer hier mit den Leuten. Die Soldaten in Hupfen gehörten nicht zur Legion, bla, genau, warum das denn? Gut erkannt. Keine Sammler. Das trugen sie, bevor dies alles geschah. Schmerz erschafft seltsame Verbündete. Der Hass des Bären und des Bullen auf dem Schlachtfeld hat sich gegen die Kluft gewendet. Wenige überleben. Viele RNK waren schon hier, als die Zerstörung geschah. Haben die Straße nach Osten freigehalten. Aus Angst vor Caesar. Angst vor der Legion. Das ist ja unglaublich. Im letzten Dialog konnte ich, habe ich mindestens die Hälfte vermissen. Jetzt kann ich echt alles anklicken. Also wenn man sich das vorsichtig durchklickt, kann man echt alles machen. Die RNK wird um diesen Versorgungsweg die Mojave stärken, den Hoover-Staudamm. Das da. Vom Damm. Diese Mauer der alten Welt. Ja. Der Bär. RNK durfte ihn nicht so leicht erreichen. Long 15. Kanaan. Beides schlimm genug. Campbell. Caesar. House. Man könnte glauben, ihre Welt bestand nur aus dieser Mauer, die den Colorado staut. Hätte ich nie darüber gesprochen. Hast du aber. Aber als sie gefunden war, sah Caesar nichts anderes mehr. Die Mauer und die Flagge dahinter. Ein Symbol. Und für ihn eine Herausforderung. Mhm. Und die Kluft. Eine der Straßen dorthin. Die Legion hatte den Auftrag, diese Verkehrsader abzuschneiden. Der Bär sollte langsam ausbluten. Und da. Diese Art des Mordes ist ganz typisch für jedes Mitglied der Legion. Jetzt ist die Kluft Geschichte. Wenn das die Highroad ist, wo führt sie dann hin? Ich will nicht reden, ich will wissen, was es nicht hingeht. Ja, fragen wir das dann mal. Am Ende der Highroad liegt Ashton, sein Silo. Diese Maschine bei dir, sie kann es öffnen, aufwecken, wie das in Hopeville. Aufwecken? Wahrnehmung 6, du scheinst meinen Roboter ja wirklich zu hassen, das hört sich, höre ich in deinen Tonfall. Hör ich das? Ja, ich glaube, er mag wirklich keine Maschinen so richtig, er möchte wahrscheinlich lieber alles manuell machen. Hass? Nein. Metall, Stahl, Gold,
kann man nicht hassen. Auch nicht Platin. Spielt auf den Platin-Chip an. Eine Maschine. Sie ist nur ein Werkzeug aus Wrackteilen der Kluft. Aus allem, was hierher gebracht wurde. Bei unserem ersten Mal hast du geschworen, mich zu töten. Warum? Ja, ich möchte nicht getötet werden. Das ist mir eigentlich sehr unlieb. Erzähl doch mal. Du kennst das Warum. Falls nicht, ich kenne es. Und das reicht. Zeigt, dass Vertrauen nicht zu weit Richtung Westen wandert. Mhm. Du hast was Besseres verdient, weil du so weit gekommen bist. Wir gehen denselben Weg, tragen dieselben Farben. Ich will die Straße nicht rot färben. Wenn du mehr wissen willst, geh zur Kluft. Je näher du deinem Zuhause kommst, desto mehr Antworten erhältst du. Und diese Maschine. Mhm. Diese Phrase wird uns niemand in der Kopf, gibt es nichts. Hier bin ich noch nie gereist, zumindest nicht über diese Straße. Das da. Viele in der Mojave glauben, dass die Kluft nur aus einer Schlucht und Stürmen besteht. Das war nicht immer so. Nicht. Es gab mal Leben, eine Stadt, weiter westlich. Ich meine keine alte Weltstadt wie Hopeville. Viel neuer. Du hast sie schon gesehen. Weiter westlich? Sie trug auch den Namen Die Kluft. Sie war eine Straße aus dem Westen in die Mojave. Eine Versorgungslinie. Nicht nur Risse in der Erde. Für diese Straße war ein Kurier nötig. Du. Damals hast du die Straße mit dem Blick nach Osten gesehen. Was er mir so alles erzählt? Die Kluft liegt in der anderen Richtung. Und wenn du sie erreichst und deine Augen versuchen, alles zu verstehen. Zu Hause ist nicht mehr das, was es mal war. Also wie wird das hier immer noch nicht klar? Anscheinend weiß der viel zu viel über mich. Das ist nicht gut. Du meinst, dass ich wäre auf dieser Straße schon einmal von Westen in meine Heimat im Osten gelaufen. Du sagst es immer wieder, als ob du wüsstest, wo ich geboren bin, aber du weißt es nicht. Weshalb denkst du, dass diese Straße nach Hause führt? Du weißt es nicht. Haha. Ja. In deinem Zuhause wirst du nicht in die Welt geboren. Hast du mir beigebracht. War ein Teil deiner Nachricht. Ob du das so gemeint hast oder nicht. Kann ein Ort in deinem Geist sein. Ein Moment, in dem du weißt, wer du bist. Die Geschichte. Und es können Orte sein, denen du Leben einhauchst. Mhm. Ohne dich hätte ich nie von der Kluft erfahren. Durch den Weg, den du wieder und wieder mit deinen Spuren hinterlassen hast. Nur du warst gewillt, die Reise hierher und zurück anzutreten. Ein harter Weg. Hast das Land vor der Kluft jahrelang am Leben gehalten. Das kann nicht nur ein Job gewesen sein. Es hat dir mehr bedeutet. Man hat nicht so viele Gefühle für einen Ort, wenn man dort nicht zu Hause ist. Okay, das Gefühl, das ist vollkommen wahnsinnig. Ah, perfekt, das kann ich sogar sagen. Du bist verrückt, deine Hirnwindungen sind ja verschlungener als die Kluft. Ich bin am Rave und auch in zu vielen steinigen Weg gegangen, das bedeutet gar nichts. Genau, du bist wahnsinnig. Und du hast es vergessen. Hast alles vergessen. Sorglos. So sorglos damals in der Zukunft, wie du es jetzt in der Mojave bist. Du hast durch deinen Weg die Kluft am Leben gehalten. Sie ist aufgrund deiner Taten gewachsen. Siedler. Lager. Die alte Weltstadt füllt sich. Toll. Chance auf eine neue Nation. Einen neuen Anfang. Eine neue Denkweise. Der redet doch mal so abgehakt. Hätte es der Mojave neues Leben geben können. Eine Brücke zwischen Ost und West schlagen. Aber nicht mit etwas aus der alten Welt. Mit etwas von dir. Oh, Junge, war es das denn langsam mal? Hier gibt es auch so einen Kennenlernversuch. Vielleicht sollten wir mal sagen, was passiert ist. Alter, das ist genau das, was ich meinte. Man zieht 40 Minuten lang umher und hat nichts zu sagen. Weil es kommt wie niemand, der mit einem spricht. Und dann kommt hier auf einmal so eine Szene, wo einfach nur 20 Minuten dauerhaftes Rumgelaber ist. Ah, ich hätte es ja lieber die Informationen klein verteilt. Aber was willst du machen? Hier, komm, erzähl mir was. RNK hat den Wert deines Weges erkannt. Hat Anspruch erhoben, ob erwünscht oder unerwünscht. Wie überall in der Mojave. Und wo der Bär versucht, am Leben festzuhalten, kommt die Legion. Mit Nachrichten. Einige wurden durch Klingen überbracht. Andere durch Kuriere. Du wusstest, was kommt. Und ich weiß auch, was dir bevorsteht. Dieses Mal trägst du die Last. Geh Richtung Westen in die Sonne.
und geh weiter, bis sie untergeht. Dort werde ich auf dich warten. Yay, ich darf endlich wieder selber laufen. Ach, ist das schön. Nee, verdammt. So, warte mal, muss ich direkt mal was ausprobieren? Und zwar, ob das hier auch funktioniert. Menüs off. Na bitte. Aber hier sieht man wenigstens noch das Interface weg. Ich wollte mal ein bisschen mit Menüs off rumrennen. Einfach, weil es schön ist. Guck mal, das Spiel sieht doch gleich viel schöner aus, wenn man hier... Ja. Ohne Menüs, finde ich, ist das Spiel viel schöner. Hat er endlich gerade einen Raketenwerfer rausgeholt? Hat er. Warum schießt der Typ nicht mit der Panzerbüchse? Völliger Overkill. Wow. Ah. Das ist mir nämlich gestern, das ist mir vorgestern so eingefallen, dass es, wenn es in Skyrim auch geht, dass man die Menüs wegmachen kann, dann dachte ich mir, dann müsste das ja theoretisch in... Warte mal, aber ich... Ja, ich kann nicht looten. Das ist natürlich jetzt doof. Welche Taste war denn das? Wie ich hier wieder rauskomme? Na, warte mal. Da, das geht. Das geht zum Glück. Gesichtsheim der Bestien, Buffout, Notrations-Stimpack, Maschinengewehr für Schultermontage? Ach, das hat er bei gehabt. 10mm Munition? Nee, ich glaube, Maschinengewehr für Schultermontage. Was sind denn Aureus? Sowas ähnliches für Aureus? Oder, was sind das denn jetzt? Wie gibt es jetzt aber immer noch eine dritte große Fraktion hier oder was? Ich meine, er hatte mal vom großen Bullen gesprochen, aber damit waren nicht die Legion gemeint, oder? Oder habe ich da was wieder nicht mitgeschnitten? Was er erklärt hat. Warte mal, wir gucken die Menüs wieder aus. Zack. Dann sieht es sehr schön aus. Das Menü sieht. Also, was zur Hölle? Ach, da vorne ist ja. Ach, da hat es ja einen Computer. Da muss ich die Menüs wieder anmachen. Nee, okay, es hat hier keinen Computer, aber. Das Ding. In Skyrim ist es ja so, dass sich die Menüs ausblenden, wenn sie gerade nicht gebraucht werden. Also, wenn sowieso gerade volle Munition ist. Munition gibt es da nicht, aber. Rucksackbomben? Boah, die sind verdammt viel wert. Aber die wiegen so viel. Na gut, nehmen wir das, damit die keine Eder enttragen. Aber in Fallout ist es halt nicht so. Da hat man die ganze Zeit diese Menüs und das stört irgendwie ein bisschen die Atmosphäre. Also irgendwann in den letzten 5, 6, 7, 8 Jahren hat man ja angefangen, das zu machen, dass man so wenig Interface wie möglich hat, sodass man die pure Grafik genießen kann. Und ich finde, das war auch eine schöne Änderung. Das ist, in Dead Space hat man das zum Beispiel schon früh gehabt. Da hat man ja wirklich gar kein Interface. Da hat man ja nur die Anzeigen, die auch organisch ins Spiel reinpassen, sodass es echt schön aussieht. Und in Skyrim sind zumindest die Overscreen-Display-Menü-Dingsbums... Oh, fuck. Mal irgendwie... Ist dieser rote Schein ist ja auch nicht in dem Sinne ein Raketenwerfer, oder? Habe ich das Gefühl. Weil... Das Ding scheint ja... Ich meine, da explodiert ja nichts mit dem Ding. Es stiegt hier neben mir ein. Das würde vielleicht auch erklären, warum das Teil so... Ah, verdammt. Das würde vielleicht auch erklären, warum das Ding so wenig Schaden macht. Weil ich meine, wenn das sowieso kein... Also nicht explodiert, dann hat man ja nicht so ein... Nee, warte, ich weiß schon, ich wollte eigentlich die Namen, den Ersatzzünder. Granatapfelbrombeer, sagt Internet, aber dieser Name, wunderbar. Ja, das steht auch drauf, das wollte ich noch schreiben, aber... Ach, verdammt, das habe ich jetzt... Ja, also, liebe YouTuber, die verwirrt sind, ich habe im Chat geschrieben, heimlich während der Dialog war, was ich gerade esse, trinke an Tee. Und das ist, ich habe einen sehr komischen Namen für meinen Tee, deshalb, was gab es denn irgendwie auf einmal, das... Bei mir sind die Teevorräte ausgegangen, ich habe dann einfach mal experimental irgendwas gekauft und das kam da halt bei rum. Egal, aber immer... Strahlung. Dafür, dass die Bombe eh kaputt ist. Stimpack. Ach nee, er hatte nur eine Signalpistole bei, nicht so eine Raketenwerfer. Gut, das würde natürlich einiges erklären, warum mir kein Schaden bei rumkam. Kann man mich wieder ausblenden. Und die Waffe wieder wegstecken. Also ich glaube, hier runterfallen sollte ich auf jeden Fall nicht. Das wäre nicht gut für meine Gesundheit. Aber schön sieht's hier aus. Dessen habe ich eigentlich überhaupt die Menüs ausgeblendet, dass einfach dann mal ein bisschen die Spielgrafik genießen kann. Weißt du? Aber irgendwie war Hopewell mal eine ganz schön große Stadt, bis die Bomben fielen. Weil wenn man sich das hier mal so anguckt, was hier alles an Häusern noch steht, da werden ja wahrscheinlich einige komplett zusammengefallen sein. Obwohl ich mich aber frage, ob so eine Stahlkonstruktion wirklich so haltbar sind. Ich müsste mir das irgendwie auf Makro legen, dass ich das... Makro legen, dieses Menü ausblenden, würde ich sagen. Hä? Oh, fuck. Meine lange Ede, die Todeskralle tankt, geht das alles noch, aber... Oh, verdammt. Wann habe ich das letzte Mal gespeichert? Oh, nee, oder? Ich ahne Schlimmstes. Ah, nee, halt doch. Ich habe gerade eben gespeichert. Ich weiß es wieder. Ich weiß wieder, wann ich gespeichert habe. Juhu!
Ey, verdammt, wie soll ich denn eine Todeskralle kriegen? Ich habe die bis jetzt immer nur angegriffen. Genau, wo ich mich hier runtergeguckt habe, habe ich mich das letzte Mal. Die kam da runter, ersprungen war. Verdammt. Ist hier wirklich gerade kein Weg, einen Todeskral zu töten? Meine Brandmunition hätte ich wahrscheinlich die größten Chancen, aber... Ey, verdammt. Ich meine, ich habe sie hier auf dem Radar, aber... Verflucht. Todeskral sind so verdammt stark. Ich meine, selbst jetzt mit Nied... Oh, da hat er sich den Schwierigkeitsmodus überhaupt gemerkt, dass ich ihn gesenkt habe. Das würde natürlich dann erklären, warum es... normal. Also Schaden nehme ich anscheinend immer noch gleich viel, nur die Gegner gehen leichter tot. Also, lernen wir daraus, hier, Fallout definiert seinen Schwierigkeitsgrad daran, wie viel Schaden so ein Gegner aushält. Wird das eigentlich getriggert, das Ereignis, wenn ich hier einfach durchlaufe, oder? Das ist ein getriggertes Ereignis. Ede, nein. Oh. Das ist wieder ein typisches Beispiel für unnütze Begleiter. Das Vieh hatte mich noch nicht gefunden. Es wusste noch gar nicht, dass ich da bin, aber jeder rennt jetzt los. Alter. Guck mal, wie viel Munition das ist. 50 MG. Das ist unglaublich viel, was da gerade. Da muss ich aber trotzdem mal ein bisschen was abpacken, all dieweil. Ich jetzt noch ein bisschen sehr viel von der Muni habe, von der Brandmunition, weil das ist halt viel zu viel. Da kann ich mich gar nicht mehr bewegen. Boah, ist immer noch zu viel. Gott, du weil. So, jetzt aber. Vor allem wäre ideal. Vielleicht, wenn ich mich jetzt wegschleiche. Jedes Bewusstsein ist mir erstmal egal. Aber die Todeskralle hat mich nicht gesehen, weil es steht nur Vorsicht da. Das heißt, ich könnte jetzt noch einen kritischen Schleichangriff hinkriegen. Oh oh, das hätte es machen müssen. Boah, oh, ist das witzlos. Ist das witzlos.